Und damit einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zu einer weiteren Runde Age of Empires. Wir spielen ein Spiel mit haufenweise Lamas. Wir spielen gegen Briten und Holländer mit Schweden und Indern heute. Inder. Ich hätte gehofft, dass wir jetzt auf Anden spielen. Das wäre sehr schön gewesen, aber die ist ja gar nicht im Airpool. Ja, das hätte aber sehr gut gepasst, das stimmt. Nee, haufenweise Lama-Drama heute. Nur gerade. Nur von den Avataren her. Ja, Schweden. Haben wir auch länger nicht hier gezeigt. Inder haben wir auch länger nicht hier gezeigt. Also öfter mal was Neues. Naja, was Neues ist gut. Also ich glaube, dass Inder wahrscheinlich mit die Nation sind, die wir auf diesem Kanal am häufigsten, also zumindest passiv irgendwie im Hintergrund gehabt haben. Das stimmt. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich richtig, dass wir sie lange nicht mehr benutzt haben oder beziehungsweise ich sie lange nicht mehr benutzt habe, weil ja jetzt zwischendurch die United States ein bisschen meine Inderliebe irgendwie halt abgelöst haben. Richtig. Ich finde die Inder immer noch eine durchaus brauchbare Nation. Ich glaube nicht, dass sie wirklich Top-Tier sind, was ihre Stärke angeht. Dazu haben sie doch dann irgendwie... Also die sind irgendwie halt so eine ganz gute Allrounder-Zivilisation. Sie können halt ganz gut auf Artillerie gehen. Also die Siege-Elefanten sind ganz brauchbar, zumindest gegen Kanonen und Gebäude. Sie können, wenn sie wollen, eigentlich auch ganz gut auf Kavallerie gehen, also zumindest auf Fernkampfkavallerie. Die Infanterie ist super, der Boom ist okay, aber es ist halt nichts irgendwie, was so richtig raussticht. Also weder haben sie irgendwie die beste Infanterie, das würde wahrscheinlich, der Preis würde wahrscheinlich bei den schweren Infanterieeinheiten an die Carolina gehen und bei den leichten Infanterieeinheiten vermutlich an die State Militia. Ja, geil, ich werde hier jetzt erstmal meinen Schatz verlieren, vielen Dank. Vielen Dank für nix. Schade. Das ist immer bitter. Naja, vor allem ist es sind halt 80 Holz, ne? Die will ich eigentlich halt ihm ungern schenken. Aber sicher? Warte mal, dein einer Kundschafter lebt noch. Jetzt, heben. Ja, perfekt. Naja, hat gepempt. Gepempt. Gepempert. Perfekt. Ah, sehr gut. Ja, der. Keine Ahnung, warum auch immer. Der stand halt einfach nicht direkt neben dem Schatz, sondern der stand halt 30 Meter weiter weg, aber... Mit Holländern im Gegnerteam werde ich auf jeden Fall Kaff starten. Wir müssen ein bisschen gucken. Also wenn die hier jetzt sehr aggressiv boomen, dann könnte das auch gar nicht so einfach werden. Ich glaube, ein Push prinzipiell wäre gut für uns. Also wenn wir den halten können, also wäre gut, wenn sie pushen, weil ich glaube, das sollten wir ganz gut gehalten bekommen. So, jetzt macht mein Satz auch wirklich Sinn. Hier sind die 30% Lebenspunkte. Könnte auch für dich interessant sein. Ich könnte dir da helfen. Naja, ich habe einen von meinen Typen schon verloren, insofern. Okay, ja, dann. Wird das schwierig, aber naja, doch, wir können das schon versuchen. Also der andere hat sein Ding ready. Das okay. Klingt komisch. Der andere hat sein Ding ready. Ugh. Ich schieße den oberen raus. Dann lauf schon mal an den Schatz ran. Ja, dann. Habe ich natürlich den falschen verfolgt. Das okay, war... hol den Schatz. Ja, wie denn? Der lebt doch noch. Ja, jetzt. So. Ja, also ich gebe dir recht, also wirklich zu versuchen, da hier einen Counterboom zu starten, das werden die gewinnen, weil also dafür ist der Boom von den, also so wie ich ihn spiele, zumindest von den Indern nicht gut genug. Ich müsste mir nochmal angucken, wie das geht, wenn man auf... das französische Konsulat spielt. Das französische Konsulat bietet einem ja die Möglichkeit, dass man nochmal Ressourcenkisten bekommen kann. Und damit ist man dann recht schnell im dritten. Das ist also auf jeden Fall auch eine gute Option. Aber wie gesagt, ich habe das noch nie gemacht und ich weiß nicht, wie das geht. Das müsste ich mir dann erstmal anschauen. Ja, makes sense. So, ich bin jetzt auf jeden Fall hier auch schon ordentlich am Schreine bauen. Wir können mal kurz einen Blick ins Deck werfen. Der Brite hat auch Kaff-Karten im zweiten schon dabei. Also eventuell versuchen die auf Kaff-Plänkler zu gehen. Der Holländer hat ein recht normales Deck dabei, so wie ich das gerade gesehen habe. Lol. Ja komm, schieß den tot, kein Thema. Habe ich da eine Mine übersehen? Kann doch nicht sein, oder? Ja, relativ normal. Nee. Lustigerweise hat der Holländer die Landnahme dabei. Die Karte habe ich lange nicht gesehen. Ich auch nicht, das stimmt. Ich kann mich nicht davon freisprechen, sie schon häufig gesehen zu haben. Das ist, wirklich nicht, nein. Hier ist keine Mine, das kann doch nicht sein, ey. Ja, dann machst du wohl keine Mine zum bösen Spiel, wa? Ja, überhaupt nicht. Das ist echt ein bisschen doof, weil eigentlich wollte ich gerne noch ein Tor bauen.
Ich habe ihm aber jetzt übrigens zum Ausgleich seinen Schatz gestohlen. Das heißt also, ich habe Gleiches mit Gleichem vergolten, nur dass ich das halt einfach besser kann. Pff. Bin halt einfach der krasseste Inner-Spieler, whoever lived. Klar. Entschuldigung, wollte nicht so despektierlich klingen. Richtig. Hast du aber, und jetzt hast du meine Gefühle verletzt. Mach das gefälligst wieder gut. Okay. Macht's das besser, wenn ich einen Stall baue? Ja, ne? Es macht's besser, wenn du einen Stall baust und dann also tatsächlich mit den Raids irgendwas reißt. Das würde, glaube ich, also mein schwaches Selbstvertrauen doch irgendwie halt hier wieder ein bisschen tätscheln. Ein Kojottenjunges! Das ist auch noch fast erwachsen, das Kojottenjunge. So, mein Stall ist jetzt gleich ready. Stall ist fertig, erste Kaffee ist im Bau. Klingt doch gut. Mann, sind hier viele Herden rund um unsere Forward Base. Das haben wir uns eine günstige Position ausgesucht, wenn ich das mal einwerfen darf. Ich habe die sogar halt auch schon einen Schuss rangehört gehabt. Sehr gut. Super. Nein, nur ein Vierer-Batch. Ah, ich hasse es. Jetzt okay. Machst du mich aber gerade wieder sehr unglücklich, mein Freund. Ich weiß, es tut mir leid. Okay, da kommen die ersten Musketiere auf uns zu marschiert. Drei okay. Stück, interessanterweise. Hier oben sind auch Musketiere gerade gewesen, habe ich gerade gesehen. Ja, ich laufe den jetzt einfach mal hinterher und guck, wo die hergekommen sind, oder? Ja, hier ist der Außenposten, hier ist die Forward Base von denen. Wir könnten da mal drauf pushen, also ich meine, wenn er da schon so einen Außenposten nett in unser Gesicht parkt. Also hier waren gerade links auch nochmal 10 Musketiere und ich habe gerade keine Units. Ja, ich habe aber auch meinen ersten Batch Gurkha da, damit müsste ich damit eigentlich klarkommen, hoffe ich. Warum steht denn der Außenposten hier so mitten in der Pampa? Du, das weiß ich auch nicht. Okay, da sind noch mehr Musketiere. Ziemlich viele sogar, ja. Okay, da sind auch die Plänkler. Macht Sinn, hier reinzugehen? Ja. Aber nicht okay. In die... Dann gucken wir, ob du die Musketiere rausgeschossen bekommst, wenn es geht. Oh, da sind auch die ersten Longbows. Pass auf, da kommen nochmal Musketiere, du musst da wieder raus. Also es sollten jetzt eigentlich nicht mehr so richtig viele Musketiere am Leben sein. Die letzten paar bin ich am raushauen, aber du bist da halt gerade wieder in den Musketieren drin. Ja, das Problem ist, ich habe mit einer Kafta auch die ganze Zeit trotzdem Feuer von denen bekommen. Ja, dann hau jetzt bitte deine Kafta doch mal rein. Nein, nicht wegrennen! Jetzt habe ich doch alle Musketiere umgebracht, Junge. Da ist kein einziger Musketier mehr im Leben. Doch, da oben ist noch einer. Nein! Ja, doch. Einer, aber... Ja, aber das Problem ist, die Longbows machen ja so viel Damage, die plänkeln mich erst trotzdem. Ich verliere da jetzt 3 Husaren dafür, dass ich noch 2 Plänkler bekomme. Noch ja, nicht mal. Du hättest ja also direkt reingehen können. Nicht erst umdrehen und dann kompliziert irgendwie durch die Gegend laufen. Okay, schaffen wir es, den Outposter noch mitzunehmen? Ich Nein, mess mehr. Wir nicht hin. Ich habe ja nur noch 2 Units. Ich habe ja alles verloren in dem Versuch, dir da die Dinge freizuschießen. So. Ich sehe uns das zumindest nicht mehr schaffen. Du kannst es ja mal versuchen. Okay, und jetzt kannst du eigentlich weg. Mal raiden gehen. Ja. Mache ich auch. Ich kriege jetzt gleich auch Blueberries raus. Sowas.
Du hast einen zweiten Batch, der kann auch direkt los. Und dann spare ich jetzt und gucke, ob ich mal ins dritte komme, oder? Willst du weiter pushen? Ja. Nee, nee. Du brauchst ein drittes. Okay, hier oben habe ich gerade feindliche Kaff gefunden. Ich habe aber mehr, als er hat. Ja, ja. Okay, hier ist ein Siedler. Ja, schmeiß dich rein. Okay, da kommen jetzt auch Musketiere. Ich werde den Batch da oben verlieren, aber hier unten kriege ich 3 Siedler auf jeden Fall. Schon mal besser als nix. Ich habe aber trotzdem Angst vor dem Kaff-Switch, ehrlicherweise. Ich guck mal, ob ich da... Ja, wir sind jetzt natürlich einfach ganz bequem 5000 Punkte vor uns. Das ist eigentlich schon gelaufen. Wir haben halt einfach keinen wirtschaftlichen Schaden gemacht und wir boomen halt schlechter. Also insofern... Wie gesagt, 3 Siedler habe ich ja jetzt. Ja, aber... Was denn, jucken den Holländer 3 Siedler? Das ist ja nicht mehr eine Bank. Okay, ich gehe jetzt hoch ins nächste. Ja, davon bin ich halt noch meilenweit entfernt. Das ist halt gerade mein Problem. So, was jetzt dazu? Wahrscheinlich Lederkanonen, oder? Weil der hat so viel... Ne, der wird jetzt halt mit Husaren kommen, also ich weiß nicht, ob du... Also okay. Ich kann deine Lederkanone nicht beschützen, also tendenziell eher Infanterie. Okay, gut, ich stelle gerade eine Kaserne dazu. Geht fit. Ich habe ja keinen einzigen Sepoy mehr, das heißt also, wenn die jetzt da reinpushen, dann... Boah, schade Marmelade. Kannst du mal mit einem Typen da vorbeireiten und meine Leute wieder hinstellen? Ja. Ich probiere es, ich hoffe, dass ich da... Okay, dein. Okay, da sind mega viele Musketiere, ich kann da nicht reinrennen. Hat er sich denn ausgerechnet da draufgestellt, der Frechdachs? Wahrscheinlich genau deswegen, ne? Gut, ich schick 1000 Coin als erstes, damit ich. 1000 Wood als erstes, damit ich Dorfzentren rausbekomme. Hier unten ist auch noch eine Siedlerin. Die raid ich mal eben weg. Raid du mal. Okay, die pushen. Ja, ich hab nix. Ich guck mal, ob ich ein paar von den Rötern kriege, aber wie gesagt, ich hab halt irgendwie 16 Goka. Okay, vergiss das. Ich schicke als erstes meine Karoline aus der Heimatstadt. Ja, das scheint mir auch die bessere Idee zu sein. Okay, jetzt will er wieder nicht. Ja, interessant. Eigentlich hätten sie das locker machen können, aber ja. Ich werde mich nicht beklagen. Die Herden hier in der Mitte, die rennen alle irgendwie in die falsche Richtung. Kannst du okay. Mal gucken, ob du meine Typen wiederholen kannst? Nee, wahrscheinlich immer noch stehen nicht. Da, okay, immer noch da stehen sie wieder. Voll drauf. Ja, die marschieren jetzt irgendwo hin. Die haben irgendwas vor. Guck mal, ob ich da ein paar von den britischen Musketieren für Lau kriege. Ja, ich habe jetzt die ersten beiden Falconette da. Dann schon mal 2 Musketiere. Ah, fuck, ich verliere hier gerade meine Reiter. Der rennt da jetzt gerade mit richtig vielen Rötern rum. Na klar. Kann halt sein, dass der jetzt gleich in deine Base pusht. Du musst mal gucken, ob du die Herde mal wieder weiter zu deinem TC hingehört bekommst. Kannst du mal versuchen, ja. Okay, mein TC ja, kommt jetzt. Okay, die pushen. Falconette sind da von dem. Ja, meine Siege Allies sind im Kommen. Ich mache gerade mein Upgrade. Okay, schipp die eventuell nach vorne ans rote Vor. Ich messe hier gerade ja, halt auch wirklich Units. Nicht, ja, ich halt nicht. Ich weiß nicht, ob die schnell genug rauskommen, ehrlicherweise, aber ich kann es versuchen. Ja, das wird ganz schön knapp, ob das rote Vor nicht tot ist, bevor die da sind. Ich meine, ich kann auch versuchen... Mit der... Musst du ganz knapp reichen, wenn ich mich nicht täusche. Okay.
Okay, da sind die Siege Allies. Okay, sehr gut. Ja, die werden aber halt nicht lange leben, so. Hab jetzt, ja, okay, so viel zu meinem roten Vor. Wollte das auch nicht mehr haben. Guck, dass du irgendwie die ganzen Goons ausgeschaltet bekommst da bitte. Da sind ja auch nochmal genauso viele Musketiere, also. Wie wär's, wenn du einfach da nicht mit deiner Kaff reingehst? Ja, ich habe halt versucht, hinten die Einheiten wegzusnipen. Das verstehe ich auch und respektiere ich auch, aber trotzdem würde ich da jetzt gehen. Ja gut, jetzt sollten wir da aber mal ein bisschen nachsetzen, oder? Weil sonst ist der Boom von denen halt wirklich unaufhaltsam. Ja. Let's go. Wir haben halt gerade... Gut, du hast Siege, das ist gut. Ich hätte aber vorher ganz gerne meine beiden Elefanten wieder, wenn es geht. Das da oben finde ich nicht so nice. Ich guck mal, ob ich da hinreden kann. Da oben sind richtig viele Siedler. Ich habe jetzt auch meine erste Verbesserung auf den Karolinern drauf. Ja. Und ich raide jetzt hier oben mal hin. Ach fuck, hier kommt er jetzt gerade auch mit Musketieren. Nevermind. Okay, dann hat er aber entsprechend weniger Musketiere hier. Das heißt, vielleicht können wir hier... Ja, ja. Ich versuch's ja schon. Okay, hier ist die Forward Base. Sollen wir die rausnehmen? Wir müssen eigentlich, oder? Ja, würde ich auch sagen. Zumindest ihr Kasernen. Weil das ist keine Forward Base, das ist seine Base. Da rechts sind Musketiere. Ja, habe ich gesehen. Da hinten sind auch ein paar Siedler. Kannst du die vielleicht mal abknallen? Okay, der kommt jetzt gerade von rechts auch mit der... Okay, der kommt gerade von rechts mit der ganzen Armee. Wir lassen uns jetzt gerade richtig übel sandwichen. Ist völlig richtig, ja. Ich bin hier auch an Siedlern dran. Deine Leute lassen sich da aufrauchen gegen die völlig falschen Einheiten. Guck, dass du deine letzten paar Karolina am Leben hältst, wenn es irgendwie geht. Okay, da kommen noch mal Husaren. Ja. Scheiße, da haben sie noch einen von meinen Siege Allies gekriegt. Nein! Den zweiten bekommen, bevor ich die scheiß Kaserne abgerissen habe. Das kann doch nicht euer Arzt sein. Das ist bitter. Da kommen jetzt wieder die ganzen Goon-Massen von ihm. Ja, ich weiß. Okay, ich bin jetzt hier an seinen Siedlern dran gerade. Da war ja vorhin schon. Ja, pass nur auf, also die Goons sind ja auch in der Nähe. Okay, wir werden hier gerade von hinten intercepted mit Musketieren. Die Goons wollen jetzt so ein Home-Run-Manöver machen. Du musst dich zurückziehen, nicht weiter da reinlaufen. Die Goons kommen jetzt von hinten. Ja, ich will den Stall halt haben. Die wollen sich halt nicht catchen lassen, die weigern sich. Ganz frech. Okay, ich habe hier aber gerade ganz gut... Ja, das Problem ist so ein bisschen, also die Goon-Massen, die kriege ich halt einfach nicht in den Griff hier. Die rennen mir halt zu schnell weg, leider. Versuche halt hier die ganze Zeit zumindest seinen Plankler-Count irgendwie niedrig zu halten, wenn es geht. Okay, ich werde jetzt...
Ja, scheiße. Und jetzt haben wir kein Gold mehr. Du hast beim Torpen gute Arbeit geleistet. Vielleicht ein bisschen zu gute. Hier hinten ist eine Geschützgießerei. Und hier hinten sind auch jede Menge Siedler. Hier sind gerade mega viele Siedler. Also ja, hast du recht. Die Plänkler kommen wieder von hinten. Pass auf. Ja, ist egal. Wir müssen jetzt hier diese Geschützgießerei wegkriegen. Oder zumindest direkt runterstehen, ja? Wir haben nichts mehr gegen Artillerie im Moment. Also da oben habe ich dem gerade locker 10, 20, 30 Siedler gekillt oder so. Aber ja, okay, ich lauf in deine Einheiten. Okay, hier sind auch jede Menge Siedler. Du läufst da gerade mit Reitern dran vorbei. Ja, da bin ich extra hingelaufen wegen den Reitern. Das war das ganze Sinn des Prozederes. Okay, Geschützgießerei ist futsch, aber jetzt kommen da unten gerade richtig viele Units von denen. Ja, aber hauptsächlich Goons, damit komme ich klar. Wobei, ich ziehe das mit dem hauptsächlich Goons zurück, aber... Ja, passt aber. Okay, der Brite hat aufgegeben. Was war das denn jetzt für ein Spiel, ey? Ja, wir haben unseren Push am Anfang verkackt, weil ich da nicht schnell genug weil ich da zu viel Kaff in zu viel Musketieren verloren habe. Also der hat halt irgendwie deutlich mehr Musketiere gehabt. Also nicht deutlich mehr als ich, aber, also ich hatte ja gar keine, also natürlich deutlich mehr als ich, aber halt irgendwie so viele. Also wirtschaftlich war das halt ziemlich essentiell verloren irgendwie in der Mitte des Spiels. Also, naja. Also bevor wir alle ins Dritte gekommen sind, sah das echt beschissen aus. Und das war ja auch erst der Moment. Militärisch halt auch, weil wir haben zwar keinen schlechten Deal gemacht, aber halt auch keinen guten. Wir haben halt also gefasst genauso viele Kills gemacht, wie wir selber verloren haben, aber das Problem ist halt, das ist halt nicht das, was das Ziel war. Das Ding ist halt, dafür hatten wir halt dann zwei sehr gute Engagements. Ja, und das Ding ist, meine Eco war ja dann erst so richtig am Abgehen. Also klar, wir waren am Anfang wirtschaftlich unterlegen, insbesondere du warst am Anfang wirtschaftlich unterlegen, aber als mein Boom dann erstmal so richtig am Rollen war und auch wenn wir da vorne militärisch ziemlich eingesteckt hatten und uns dann erstmal irgendwie wieder auf Masse kämpfen mussten, dieser Push auf deren Forward Base war wirklich nicht optimal, aber ich meine, wir haben den Outpost wegbekommen und ich habe ja im Hintergrund meinen Boom halt richtig losgelegt. Also ich habe ja sogar mehr Gebäude gebaut als der Brite. Wie viele Dorfbewohner hatte der? Ja, der war auf 38 Dorfbewohner, als er ins Dritte gegangen ist. Der hätte ja locker auf 45. Ja, der 45, hat auch nicht so hart geboomt. Nee, genau, der hätte halt locker auf 45 sein können. Mein Boom auf der anderen Seite war halt zu dem Zeitpunkt schon richtig am Ausrasten. Und deswegen hat das jetzt am Ende gut gepasst. So, ich habe halt da oben auch die ganze Zeit dem, also ich habe jetzt da am Ende sehr viele Siedler von dem bekommen und da ja auch die ganze Zeit Druck gemacht und so. Dem Holländer habe ich auch 4 Siedler gekillt unten an der Herde, so als er gerade ins Dritte gegangen ist. Das war immerhin auch ein Fünftel seiner Wirtschaft zu dem, also seiner Wirtschaft, Siedlerwirtschaft zu dem Zeitpunkt. Ja, warum haben die so schlecht geboomt? Ich verstehe das nicht. Also wir hätten das wirtschaftlich halt einfach locker verlieren müssen. Die Tatsache, dass die haben keine TCs hingestellt im Dritten, das ist ja, es. Ja doch, der Brite hat versucht eins hinzustellen, aber das habe ich halt praktisch im Kern schon direkt denied. Also der hat da, also nein, denied nicht, er hat es stehen so und er hatte da ja auch super viele Siedler. Man sieht ja, da hat er 25 Siedler oder so. Aber das Problem ist halt für den wirklich gewesen, dass der nicht aus deiner Basis gut rausgekommen ist. Also wir haben halt die Mitte komplett kontrolliert, da sind die nie dran gekommen. Das waren immer unsere Ressourcen. Da haben wir halt sehr viel gesammelt. Und ich habe halt mit den Alter, Torps, dieses Herdenkonglomerat da zwischen deinen beiden Dorfzentren, ey, what the fuck. Naja. Prärie ist halt auch so eine Karte, wo auf der Mitte halt die ganzen Ressourcen liegen. Selbst rechts die Herde, da habe ich halt 4 Siedler von dem Holländer gekillt, obwohl das ja nicht weit von seiner Basis weg war. Und ich habe halt, also wirtschaftlich hätten wir das nicht verlieren müssen, weil ich halt ziemlich gut geboomt habe, so besser als die beiden. Ja, ja, aber also ich behaupte, dass Briten und Holländer boomen, wenn tatsächlich konsequent durchgezogen, potenter sind als Schweden und Inder boom zusammengenommen. Natürlich ist dein Boom an und für sich genommen wahrscheinlich der stärkste, aber das Problem ist halt, dass meiner also dem nicht so richtig gewachsen ist, wie gesagt, zumindest nicht so, wie ich sie jetzt gerade spiele. Ich müsste mir das echt mal angucken mit den Ressourcenkisten von den Franzosen, da müsste man ja noch ganz anders spielen, da müsste man ja im Ersten diese Karte schicken, die Shipments billiger macht aus dem Konsulat. Ja. Wie gesagt, da müsste ich meine Bildorder halt komplett umkrempeln, das weiß ich aber, wie gesagt, im Moment noch nicht so richtig, wie das geht, das muss ich mir nochmal anschauen. Aber ja, das andere ist halt also dieser Kampf am Anfang, also ich habe halt eine Kaff-Einheit zu wenig in meinem ersten Batch gehabt, das ist definitiv halt schon nicht ganz optimal, da hätte ich mehr Siedler auf Nahrung wechseln müssen, das ist mit Schweden immer so ein Fingerspitzengefühl. Ich meine, ich habe den Bild ja am Anfang auf Kaff jetzt nicht so verinnerlicht, wie jetzt beispielsweise mit, weiß ich nicht, mit Briten oder so. Briten, ne. Und das heißt, einen vollen Batch rauszubekommen, ist irgendwie, es ist halt so ein Trade-off. Du musst halt mehr Leute vom Holz abziehen, dadurch bist du ein bisschen schlechter am Boomen. Und ich habe jetzt halt irgendwie 50 Nahrung oder so zu wenig gehabt.
Und das andere ist, dass der Brite, der hat halt, der ist ja auf, ist der auf Double Rex gegangen? Muss ja eigentlich, ne? Ja. Der hat auf jeden Fall wirklich viele Musketiere rausgebracht. Wobei, nee, Double Rex war das, glaube ich, nicht. Doch, der hatte doch zwei Racks in der Base stehen, die haben wir aber abgerissen. Ja, aber er hat. Also ich Okay, weiß nicht, doch, ob er er die beide ist. sofort gebaut Ja, hat, wobei aber. doch, er ist von 8 auf 18 gegangen. Also er hat auf jeden Fall noch relativ zeitnah eine zweite Rex hingestellt. Und damit hat er halt sehr viele Musketiere gehabt. Die Plänkler von dem Holländer, der hat 10, 15, 14 gebaut. Aber hauptsächlich waren das halt Musketiere, dagegen kann ich halt nicht genug machen. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Und dann unter dem Outpost da zu kämpfen, der hat die ganze Zeit gefeuert, der hat wahrscheinlich deine Sepoy und Gurkha, die du hattest, rausgeschossen. Und dann hatte ich halt Ja, irgendwie. das war schon okay, aber also das Problem waren die Einheiten. Also das Problem ist, ich habe halt unter großen Verlusten dann halt wirklich bis auf einen Musketier alles rausgekleant. Das war der Moment, wo du dann einfach halt nicht mehr reingeritten bist, sondern dran vorbei. Das hat halt in der Situation, glaube ich, echt ein paar Einheiten gekostet, weil Kann du hättest sein. sozusagen, während meine letzten Einheiten am Sterben waren, gefahrlos in die Einheiten reinkommen können, ohne dass er dich kiten konnte. Das heißt, da hättest du auf jeden Fall nochmal 5, 6 Kills machen können, aber Das weiß ich halt nicht. Wenn ja. die halt Fokus feiern, also ich meine, das waren ja 20 Plänkler oder so und die 6 Longbows kamen gerade von hinten. Also deswegen bin ich ja nicht Also 20 reingeritten. Plänkler waren es nicht, aber ja, aber wie gesagt, dann war es halt völlig sinnlos, dass ich halt meine Armee da verloren habe, weißt du, also du hättest reingehen Ja. müssen, um damit irgendwie zumindest noch irgendwie, also grundsätzlich wäre es wahrscheinlich grundsätzlich sinnvoller Grundsätzlich. gewesen, einfach nicht zu versuchen, die Musketiere rauszusnipen und einfach die Einheiten zu sparen und sich ein bisschen zurückzuziehen, Genau, das wäre aber jetzt nachdem ich auch. das gemacht habe, wäre es wahrscheinlich trotzdem sinnvoller gewesen, dann in der Situation wiederum halt also noch zu versuchen, die drei Husaren dann zumindest reinzukriegen, aber... Ja, naja, relativ kurze Runde. Wir machen, glaube ich, auf jeden Fall noch eins. Das war jetzt nur ein 20-Minuten-Spiel. Hat doch schon mal gut funktioniert. Mal schauen, ob wir noch eins finden und das gut ausgeht. Deine Definition von gut funktioniert ist also. Ich bin Wie also. gesagt, ich bin immer noch der Meinung, wir hätten das verlieren müssen, wenn die konsequenter geboomt hätten, aber haben sie nicht. Gut, also ich meine, nicht unser Problem zugegeben, aber. Ja, aber wir haben ja auch, also wir haben dann halt einen sehr guten Kampf im dritten gehabt, so. Also die haben halt nicht geboomt, sondern sind halt auf sehr viel Militär gegangen. Und da haben wir dann ja, obwohl wir in der Unterzahl waren, einen sehr guten Deal gemacht, weil wir halt auch schon im dritten waren und die Verbesserung hatte. Gut, die waren auch schon im dritten, aber wir hatten halt unsere Nee, vor Verbesserung allem dann. haben wir unterm Agra gekämpft. Wir haben die halt schön da in die Engpässe reingezwängt, wo die Kaff von den Briten nicht viel gebracht hat. Und ich habe mit meinen Gurkha halt einige von seinen Musketieren rausbekommen in dem Engagement. Und ja, den Ja. Rest hast du dann mit der Kaff aufgewischt. Ich habe halt mit der Kaff auch, ich habe halt mega viel Kaff auch verloren da vorne, weil der so viele Goons da hingestellt hat. Aber wir haben halt trotzdem da unterm Strich dann einen guten Kampf gehabt. Aber ja, hat funktioniert, wir haben es gewonnen und insofern, wir sehen uns gleich wieder. Jo. Und da sind wir wieder. Mal schauen, ob wir es nochmal hinbekommen. Wir sind gerade noch ein bisschen drüber gesprochen. Die Kombi ist eigentlich ganz cool. Wir werden es aber auch ein bisschen anders noch handhaben. Je nachdem, wenn ich auf Kaff spiele am Anfang. Also es macht halt schon Sinn, dass ich auch versuche, aggressiv zu spielen, glaube ich. Ich bin mit Schweden immer dazu versucht, ein bisschen Boomy und Greedy zu spielen. Okay, wir spielen gegen Schweden und Japaner. Hunjap! Okay. Hunjap! Macht es hier überhaupt Sinn, auf Kaff zu gehen? Also wenn der auf Yuumi switcht, brauchen wir halt Kaff. Aber ich habe halt das Gefühl, dass wenn die. Also. Also die werden halt mit Ashis und Carolinern höchstwahrscheinlich öffnen, ne? Das halte ich für nicht unwahrscheinlich, ja. Und dann bringt mir meine Kaff halt irgendwie auch nix. Auch das ist völlig korrekt. Also. Hier haben wir aber halt auch nicht so ein Problem mit vielen mobilen Einheiten. Also, das Schnellste, was wir hier wahrscheinlich haben werden, sind Ashis. Also. Ich glaube, dass es hier wahrscheinlich nicht verkehrt wäre, wenn du einfach auf Musketiere gehst und ich dann gucke, dass ich recht zeitnah auf Gurkhas switche. Hier müssen wir nur wirklich aufpassen, dass wir den Boom nicht an die Wand fahren, weil der Japaner, der ist definitiv besser als ich und also, wer hätte es gedacht, der Schwede wird ziemlich genauso stark boomen können wie du. Also. Ja, gut Point. Nee, da müssen wir schon Willst du drauf übrigens den aufpassen. 40-Wood-Schatz hier haben? Du stehst da gerade mit so einer Siedlerin daneben. Ich bin ihn gerade am Heben, mir ist nur gerade aufgefallen, also Nee, brauche technisch ich gesehen nicht. brauche ich ihn. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Okay. Ich kann davon eh kein Torp bauen, also ist okay. Auf der Dann Karte nehmen wir auf auch noch jeden einen Fall. 80-Wood-Schatz. Ja, der ist schon geiler, weil 80 Wood ist halt immer gut. Und vor allem besser, als wenn der Japaner das bekommt. Na gut, dann werde ich mir jetzt den Schatz krallen. Brauchst du meinen. Okay, es sind 100 Nahrung. Holy crap, die möchte ich auf jeden Fall haben. Ach, Schweden waren ja das Volk, mit dem man in Zeitalter 1 Nahrungsschätze will, wa? Ja, einfach damit ich mein TC nicht idlen muss. Idle. Ja, die 80 Holz versuche ich jetzt zu beanspruchen, aber da muss ich auf jeden Fall warten, bis mein zweiter Stun wieder da ist. Meine zweite Betäubungsmechanik.
Genau. Das ist ja ein deutscher YouTube-Channel. Ein deutscher Deine Röhre-Kanal. So, geil. 100 Nahrung. Guter Schatz. Gutes Ding das. Dann kann ich sogar theoretisch versuchen, mit 14 Siedlern zu agen. Wobei, ich glaube, das mache ich nicht. Das ist einfach... Das bringt mir auch einfach nicht genug, glaube ich. That is entirely within the realm of possibilities. Ja, jetzt bin ich schon wieder beim Englischen. Ist eine Krankheit. Tja, was machen wir? Rushen wir hier? Stelle ich mein Agra extrem offensiv, oder... Ja, ich würde so... Also ja, an sich können wir halt versuchen, wirklich knallhart zu rushen. Der Japaner wird seine Zeit brauchen. Sollen wir das versuchen? Also ich meine, ich gehe auf Carolina. Vielleicht gehe ich sogar mit dem Außenposten-Age-Up hoch, dass ich mir Lederkanonen nach vorne schicken kann. Und das Problem ist, wenn wir den Rush verkacken... Ich meine, dein Agra wird halt eh super gut sein für einen Rush. Das Problem ist nur, wenn wir den Rush verkacken, dann... haben wir den Rush verkackt. Genau. Scheiße, die haben meinen Siedler schon gesehen. Das ist ein bisschen meh. Holz. Ja, ich weiß nicht. Also das Problem ist, ich befürchte halt sowieso, dass wir ziemliche Probleme haben werden, wenn wir nicht offensiv rushen. Ja, lass uns das machen. Lass uns das machen. Ich gehe mit dem Außenposten Age-Up hoch ausnahmsweise. Ich gebe jetzt meine Siedlerin, macht sich jetzt auf Socken. Ich werde nicht viele Schreine bauen in der Zwischenzeit. Ich halte das für keine schlechte Sache. Verdammte Hacke, warum ist denn da noch ein dritter Siedler nach vorne gerannt? Was soll denn die Grütze? Ich bin im Wegpunkt von meinem... Ja, es ist super nervig, weil der hätte ja in der Zeit sammeln können. War ja völlig unnötig, dass der da hingerannt ist. Viele Wasserbüffel habe ich aber leider irgendwie auch nicht bekommen. Okay, der hat auf jeden Fall jetzt auch schon gespottet, wo unsere Rex kommen, wo unsere VW kommen. Ja, das sagte ich ja schon. Ja, okay, hier unten ist das Bevölkerungslimit der Geiserin Zoe, das will ich auf jeden Fall haben. Oh mein Gott. Er hat gerade die 80 Wood gestartet. Kannst du das verhindern? Was heißt verhindern? Ich will das ja gar nicht verhindern. Nein, aber kannst du die nehmen? Ja, habe ich. Das ist doch schon mal ganz nett und absolut in unserem Sinne. Kann sein, dass ich meinen Kundschafter dafür jetzt verliere. Das ist dann wieder nicht so in unserem Sinne. Stimmt. Okay. Ich bin jetzt am, am Argen? Nee. Nee, ich bin schon hoch jetzt. Okay, das ist dein Shit, der hier kommt. Ich war für einen Moment besorgt, aber... Okay, 700 Woods sind auch da. Ja, du hast deinen Kundschafter tatsächlich verloren, leider. Okay, hier ist die Basis von dem Japaner, hier ist Konsulat und Kaserne. Das heißt, das sollte wohl unser erstes Ziel sein, schätze ich. Ja, ich schicke mir jetzt meine Infanteriekanonen. Mhm. Und ich switch jetzt auf Goka. Ja, sonst gut. Gut, meine 12 Sepals habe ich aber auch am Start. Ich habe echt nur geschafft, einen Vierer-Batch rauszubringen. Mein Gott, bin ich ein Pleb. Schon, ja. Aber was willst du machen? Kannst du ja deine Kanalkumpanen nicht aussuchen. Gerade übertrieben Salek gewesen. Okay, alles wieder gut? Ja, denke.
So, Lederkanonen sind da, wollen wir? Von mir aus. Gerade erstmal noch den Kundschafter mitgenommen von dem. Also ich habe auch meinen ersten Batgegokaster. Auf den Japaner, ja, genau, oder? Da wollen wir hin, ja. Wäre jetzt auch meine Idee gewesen. Die sind halt auch hart am Boomen. Ja, hier ist auch das TC. Erst Konsulat oder erst Kaserne? Erst Kaserne. Okay, da sind Yumi. Okay. Ja. Einige sogar. Ja, aber meine... Okay, da sind auch die Carolina. Ah, fuck, und feindliche Lederkanonen. Ja, das Problem ist, ich stehe hier so scheiße. Ich kann hier halt nichts machen so, weil also... Kriege ich jetzt meine Kaffeeinheiten aus der Heimatstadt? Na, ja, schon mal eine gute Sache. Richtig gute Sache. Okay, da ist schon alles vollgetoppt. Das ist schade. Guck mal, ob du die Yumi da umbringen kannst. Das wäre echt hilfreich. Ah, fuck, meine Einheiten machen da völligen Blödsinn. Okay, Vorsicht, von hinten kommen wieder da drei, also, ja oder so. Ich guck mal, ob ich die drei Dingens rausgeknallt kriege. Die drei Carolina, da habe ich. Okay, meine Kaff kam auf jeden Fall auch in einem guten Zeitpunkt. Auf jeden Fall. Das Problem ist, jetzt sind da oben halt ein paar von den Yumi leider entkommen und dagegen werden wir auch nicht so richtig viel machen können, denke ich. Oh, Daimyo. Aufhören, das ja. Ja, okay, den kriegen wir aber nicht. Naja, der war zu schnell. Ja gut, wir idlen ihn halt jetzt gerade krass, aber sollen wir hier wirklich weiter feinden? Also ich glaube, wir... Also er kann halt so keine Siedler bauen, weißt du? Und also ich boom halt hinten, auf dem Rücken davon halt ganz bequem hoch. Also okay, lass jetzt mal gucken. Okay, da oben sind die Einheiten. Ich guck mal, ob ich da ein paar Schüsse rauskriege. Ja, da kriege ich alle Carolina nochmal von ihm, die er da gebaut hat. Dann mach einfach weiter so, das ist alles sehr gut. Okay, da sind wieder 5 Yumi, den musst du rausschießen. Dass ich das noch erleben darf, ein Early Rush von uns, der nicht absolut scheiße läuft. Okay, seine Siedler rennen weg. Okay, ich komme jetzt auch wieder zurück. Wir haben halt die Rex wegbekommen, das ist gut. Ich boom halt nebenbei auch hoch, aber der andere Schwede hat definitiv schon mehr Tops stehen, glaube ich. Garantiert sogar, ja. What the fuck, wo habe ich denn so viele Units verloren? Siege mal bitte nicht auf das Konsulat, sondern auf sein Town Center, wenn du kannst. Das Problem ist, ich habe hier irgendwie echt viele Guckers verloren. Also mein. Okay, da oben kommen sie wieder. Oh mein Gott. Sind das viele. Doch mal ein Stück rausziehen. Ja, auf jeden Fall. Unter dem TC halten wir das ja gerade nicht. Zieh dich raus. Okay, er zieht jetzt gerade seine Siedler wieder raus. Naja, sein TC feuert gerade nicht mehr, hat er ja seine Leute raus. Ich guck mal, ob ich den Daimyo gesniped bekomme, der wird damit gerade Einheiten bauen. Ja, muss er abbrechen, sehr gut. So ganz verpissen will ich mich irgendwie auch nicht. Ich würde ganz gerne... Ach, scheiße, da sind auch schon Schreine. Kacke, wir haben überall auf der Karte Schreine. Ja, ich habe dasselbe Problem. Ja, also das Problem ist, die ganzen Herden hier unten sind alle voll mit Schreinen. Okay, ich habe jetzt alle Torps raus. Sehr gut. Ich gucke jetzt mal, ich lasse mir jetzt meine 700 Gold schicken und dann gucke ich mal, ob ich ins nächste komme. Okay, haben wir wieder hier ein bisschen geidelt. Als nächstes kommen dann Blueberries und Torps. Blueberries und Engelsberg Ironworks von mir. Ja,
Kannst du mal mit der anderen Hälfte deiner Armee auch mit auf das CC siegen? Oh ja, auf jeden Fall, ja. Okay, da kommt wieder Yumi. Das sind nicht so viele. Eieiei, aber diese Carolina-Massen da, die machen mir ein bisschen Bauchschmerzen. Verstehe ich, ja. Ja, lass uns da kurz, oder? Wobei, du machst da gerade einen guten Deal eigentlich, ne? Okay, Blueberries kommen. Ich adde jetzt ein, ich adde nicht. Pass auf, also ich glaube, dir gehen da zu viele von deinen Einheiten drauf, so. Ja, verpiss dich da. Wenn du noch kannst. Versuch dir so ein bisschen den Rückzug zu decken. Ja, das war jetzt auf jeden Fall. Ja, das war jetzt nicht so brillant. Ne, da haben wir echt zu viele Units gerade verloren. Ich baue jetzt eine Geschützgießerei dazu. Ja, klingt gut. Ich habe jetzt meine drei Kaff-Einheiten, mit denen gehe ich mal beim Ding jetzt ein bisschen raiden, beim Schweden, gucken, ob ich da ein bisschen was gerissen kriege. Gute Idee. Und ich gehe jetzt mal ins nächste. Ja, ich habe jetzt auch volle Tops, wie gesagt, stehen. Ich guck mal, ob ich hier den Schrein Boom ein bisschen eingedämmt kriege. Ja. Ja gut, aber also ich meine, das Ding ist halt so ein bisschen, wir haben den Japaner echt hart verkrüppelt. Der hat kaum noch irgendwie Siedler, hat die ganze Zeit auch nichts gesammelt, außer mit seinen Schreinen. Das heißt also, der kann eigentlich nicht so gut dastehen. Du bist so gut wie im dritten, ich bin am Agen. Also sobald wir dann drin sind, sollten wir dann halt gucken, ob wir dann nochmal einen schönen Push rauskriegen vielleicht. Soll ich jetzt Agen oder soll ich versuchen, auf Lederkanonen umzusatteln? Also ich halte das Age gerade für vorteilhafter, ehrlicherweise. Okay, dann machen wir das so. Okay, hier unten sind Torps, aber das sind deine. Das ist okay, das lasse ich gelten. Okay, da kommt jetzt aber der Push. Fuck. Okay, gut. Ach, lauft! Hinter die Basis. Ich bin jetzt am, ich bin am Fast-Agen. Bring deinen Siedler da in Sicherheit. Du hast ja so einen Siedler, der da rumsteht und vielleicht auch nicht sterben muss. Okay, vielleicht siegen sie erstmal meine Geschützgießerei. Das wäre halt super. Ja, ich gucke in der Zeit mal, ob ich da ein paar Shots rausbringe. Ja, sie gehen wirklich erst auf meine Geschützgießerei. Wäre halt geil, wenn mein Außenposten überlebt, weil dann kann ich da vorne gleich theoretisch Shipments empfangen. Okay, aber gerade, die haben da echt viel gerade, ne? Ja, ich lasse mir jetzt die Belagerungselefanten schicken. Okay, gut, ich kriege jetzt 9 Carolina aus dem... Feuer bitte weiter da, wir kriegen das gehalten. Ich will damit meinen Outpost nicht verlieren. Weiß nicht, ob wir das gehalten kriegen, doch, aber kriegen wir können es versuchen. Guck mal, dass du mit dem TC, die mit deinem roten Fort die Lederkanonen snipest. Arbeite dran. Okay, da sind meine Belagungselefanten. Mit denen kümmere ich mich jetzt da oben um Lederkanonen. Sehr gut. Ich kriege jetzt da vorne gleich. Okay, ich kriege 9 Carolina raus und ich habe jetzt gerade richtig viele Lederkanonen auch im Bau. Ich werde gleich ein Batch von 5 Lederkanonen rausbekommen. Okay, erste Lederkanone weg. Ja, push damit. Ja. Die sind halt beide noch nicht im dritten. Jetzt, wir ballern die da jetzt halt gerade richtig zusammen. Ich sehe ich ganz genau so, ja. Also, ich brauche jetzt aber trotzdem meine TCs mal ganz dringend. Und ich brauche ein paar Häuser. Und ein paar weniger Idle Villager wären auch ganz geil. Agreed. Okay, da oben ist der Daimyo. Ja, kannst du gucken, ob du den rauskriegst? Leider nicht, der hat das gewittert. Gewitter! Okay, da oben kommt die Carolina wieder. Okay. Nice! Yo. Voll schön aggressiv, gemacht. Aber gut gemacht. Echt zufrieden. Auch gut, dass wir uns unten rausgezogen haben. Wir haben Schaden gemacht. Wir haben den, glaube ich, übertrieben geidelt da unten. Der hat halt... Ja, die Rohstoffrate von dem Japaner war unter aller Sau. Der hat halt einfach nichts mehr gesammelt gekriegt.
Ja, und vor allem der ist, der, gut, der hat halt seine Schreine. Das war wirklich das Einzige, glaube ich, was er noch gesammelt hat. Kurz mal untätige Dorfbewohner. Alter, der hat wirklich 20 Dorfbewohner über 3, 4, 5 Minuten geeidelt. Ja, das ist richtig übel gewesen, Einmal das kurz stimmt. rausgezogen, aber wir haben wirklich von Minute 8 bis Minute 12 4 Ja. Minuten die kompletten Siedler von dem geeidelt, glaube ich, oder? Der hatte wahrscheinlich genau die 20, oder? Moment. Ja, der hat drei, ja, der hat 20 Siedler hat der gehabt, ja. Die nicht geidelt haben, hatten wir gekillt so und dann. Also wir haben uns da zwischenzeitlich irgendwie nochmal, wir haben da einmal ziemlich krass kassiert auch. Das war dieser Versuch, das zu halten, aber das waren einfach viel zu viele Karoliner. Der hat mich halt zwischenzeitlich im Spiel da einmal ziemlich outmassed, was die Ja, das Karoliner war das zweite anging. Mal, als wir aufs Dorfzentrum geschossen haben. Das hat nicht so richtig in unserem Sinne funktioniert, aber. Ja, vor allem, ich bin dann zwar rausgecharged, aber ich habe halt da beim Rückzug allein noch 11 Karoliner verloren. Du hast da auch viel Ja. verloren, weil der einfach wirklich viele hatte. Und das Problem ist, du kannst ja auch vor denen wirklich nicht gut weglaufen, weil die halt im Zweifelsfall schneller sind als du. Also wenn die halt einmal in Schussfeuerweite sind, kannst du eigentlich nicht mehr vor den Schüssen wegkommen. Aber gut, jetzt wären halt hier meine 5 Infanteriekanonen auch gekommen. Das Shipment mit den 9 Karolinern aus dem dritten am Ende, das hat auch nochmal richtig gut funktioniert. Ich hatte jetzt auch Veteranen-Karoliner. Und die haben halt unter dem roten Ja. Vorder wirklich ihre gesamte Masse verloren. Es war auch richtig, dass wir das gefightet haben für meinen Shipment Point und alles. Also klar, das war teuer und der hatte zu dem Zeitpunkt da halt wirklich 50 Karoliner stehen. Aber so in der Statistik war es halt trotzdem okay. So. Ne. Die Siege-Elefanten haben sich mal wieder gegen die Lederkanonen ausgezahlt. Die Ja. haben wir, da habe ich zwei oder drei von weggekegelt, einfach for free damit. Und haben jetzt vor allem, hätten jetzt auch guten Belagerungsschaden gehabt gegen das Dorfzentrum. Das war ja immer noch nicht repariert, das war ja immer noch halb tot. Das heißt, das hätten wir jetzt als nächstes mal rausnehmen können. Und krass, ich habe trotzdem es auch geschafft, eine bessere Eco zu haben als der andere Schwede. Also der hat zwar mehr Einheiten rausbekommen, irgendwie. Wobei, hat der wirklich mehr Einheiten rausbekommen? Jetzt am Ende ist es natürlich getäuscht. Wir haben halt am Anfang mega viel von dem gekillt, aber ja, okay, der hat definitiv mehr Einheiten rausbekommen als ich, weil der eine zweite Rex stehen hatte, glaube ich, ne? Ja, der Ach, hatte. ich habe total verpennt, meine Bostanschi irgendwie sinnvoll einzusetzen. Also meine Husaren hier, meine Gärtner-Husaren. Ach, die standen da oben noch dekorativ rum. Boah, Ja. direkt daneben waren 15 schwedische Siedler. Oh mein Gott. Ja, die sollten da eigentlich auch rein. Also ich hatte die da nur geparkt, damit die halt da reinrennen sollten. Aber also wie gesagt, ich habe Ah. dann irgendwie nicht mehr daran gedacht, dass ich die überhaupt noch hatte über dem Angriff da auf das Agra. Das ist sehr bitter. Das ist sehr bitter. Naja. Also ich meine, es hat jetzt das Spiel natürlich nicht mehr entschieden so, aber da hättest du halt so viele Siedler wegbekommen. Ja, wobei weiß ich nicht, also ich meine, 15 hätte ich nicht gekriegt, 5, 6 vielleicht, bis sie wieder beim Dorfzentrum gewesen wären, aber naja, ist ja auch egal. Fakt ist jedenfalls, wir haben es trotzdem ganz gut gewonnen und ich gebe dir recht, das am Dorten vorzuhalten, das war sinnvoll. Ich war mir da nicht so sicher, weil da halt schon echt viel von den Karolinern ankam, aber der war halt auch noch nicht im dritten, das heißt, du hattest da halt auch dann die besseren Einheiten und ja, zusammen mit den Belagerungselefanten haben wir dann auch die Lederkanonen ganz gut weggekriegt. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und wie gesagt, ich bin auch sehr, sehr zufrieden damit, wie wir das unter dem Dorfzentrum von dem Japaner gehandelt haben. Also wir haben da einfach nicht unsere komplette Armee sinnlos verloren, sondern wir haben ihn halt einfach 5 Minuten Idlezeit gekostet. Und ich glaube, das war es auf jeden Fall wert, zumal wir, glaube ich, auch ein paar Siedler getötet haben von ihm, jedes Mal, wenn er die da halt wieder rausgeholt hat. Ja, genau. Also war bei 23 Siedlern, ist dann auf 18 runter, hat also insgesamt da 5 Siedler verloren, dann hat er nochmal einen verloren. Das heißt, wir haben da insgesamt 6 Siedler abgeknallt und das ist halt schon sehr vorteilhaft. Ja, die beiden sehr aggressiven Shipments von meiner Seite haben sich auch bezahlt gemacht. Die Lederkanonen haben leider nicht lange überlebt, weil dann auch die Lederkanonen von ihm kamen. Er hat den ersten Schuss rausbekommen, hat dann irgendwie mit den Karolinern auch meine eine Lederkanone gesniped und mit den Yumi. Aber ich habe mit dem einen Charge es geschafft, dann auch seine Lederkanone, zumindest die eine im Nahkampf umzuboxen und die andere im Fernkampf. Das Husaren-Shipment hat richtig gut geholfen, weil ich damit wirklich so die Besteros zum Beispiel, die habe ich halt einfach komplett gekillt. Er hat ja 7 Besteros aus dem Konsulat sich schicken lassen. Und da hatte ich halt gerade genau 2 Kaffeinheiten daneben. Ich meine, die 3 Kaffeinheiten haben das Spiel auch nicht entschieden, aber sie haben halt auf jeden Fall geholfen und da relativ gut halt die Armee dann dezimiert. Du hast es extremst gut geschafft, dann da die ganzen Karoliner zu dezimieren mit deinen Gurker. Ja, Und ich bin übrigens auch sehr zufrieden, dass wir das gewonnen haben. Die waren nämlich eigentlich deutlich stärker als wir. Die waren Rang 200 und noch was. aber es ist halt wirklich dieser aggressive Push, ne? Also wir haben halt wirklich aggressiv dazu versucht zu pushen. Der Schwede hat ja am Anfang mehr Torps gebaut als ich. Ich sage übrigens, glaube ich, ständig Schreine, aber ne, okay, wir waren Das ist in dem Spiel ziemlich. mit Japanern und Schweden aber auch ziemlich gemein. Es war ziemlich gleich auf mit den Torps. Ich war leicht vor ihm jedes Mal. Vor allem, weil ich die 100 Nahrung bekommen habe, bin ich auch etwas schneller geaged, so wie es aussieht. Ja. Und ich war immer leicht vor ihm. Das ist interessant, ne? Weil hat der. Also, gut, der hat halt viel mehr in Einheiten gepumpt.
So, die Eco von dem war halt trotzdem leicht hinter meiner. Ich frage mich, ob der auch so, aber die Husan hatte der gar nicht im Deck beispielsweise, oder? Nee, hatte er nicht. Er hatte auch die Lederkanonen. Ja, genau, die Lederkanonen und die 8 Pikes. Die hatte ich ja zum Beispiel jetzt nicht im Deck. Ich habe ja die 3 Husaren stattdessen dabei gehabt. Ja, und dann diese beiden Unit-Shipments zu priorisieren nach den 700 Wood war, glaube ich, wirklich das, was hier gut funktioniert hat. Und Inder haben eh einen starken Push. Japaner auf der anderen Seite brauchen ihre Zeit. Vor allem, weil der ja auch auf den Toshogo-Schrein gegangen ist. Das heißt, der hat wirklich, wirklich greedy gespielt einfach. Ich denke mal, der hat als erstes Shipment 600 Holz entgegengenommen, oder? Mal kurz gucken in die Holzrate. Ups, das ist nicht die Holzrate. Ja, definitiv, das hier sind die 600 Holz, die er hier abgesammelt hat. Und hat dann halt irgendwie auch sehr, sehr entschieden. Ach Moment, das war gar nicht der Schwede, der die Torps gebaut hat. Das war der Japaner Schreinrate. Okay, der Schwede war sogar weit hinter mir mit den Torps. Krass. Also der Japaner war der, der hier wirklich aggressiv Gebäude rausgebracht hat. Der hat auch wirklich alles zugeschreien, muss man auch sagen. Also. Ja, ich war da unten jetzt gerade dabei, das ein bisschen einzudämmen, damit ich überhaupt noch ein paar Herden hatte, aber also. Naja. Nee, aber ich bin auch sehr Naja. zufrieden. Ich glaube, dieser aggressive Doppelpush ist schon. Also da hatten wir einfach die besseren Völker für. So. Mit Ja, Indern. weiß ich gar nicht. Also das Ding ist, ich kann mir nur einmal Einheiten schicken lassen. Das heißt also theoretisch, wenn der Japaner will, kann der eigentlich mindestens genauso stark spielen. Den einzigen Vorteil, den ich habe, ist, dass ich halt das Agra in der, also das rote Fort in der Front habe, was sehr schwer anzugreifen ist. Aber ich meine, wenn du dir mal überlegst, der Japaner kann sich ja theoretisch zweimal hintereinander Yumi schicken. Wenn ich mir dann einmal Ashis schicke, sorry, einmal Sepoi schicke, dann ist er vielleicht ein bisschen langsamer als ich, aber er kann trotzdem innerhalb relativ schneller Zeit mehr Einheiten einfach aus der Heimatstadt rankarren, als ich es kann. Und seine Einheiten sind auch teuer, klar, meine aber halt auch nicht ganz billig, insofern. Ja. Ja, es stimmt. Also so wirklich, also so deutlich besser sind Inder wahrscheinlich nicht als Japaner, aber wir haben es halt vor allem auch aggressiver gespielt und damit uns relativ früh halt schon eine Führung dann gekauft und so. Und es ist schon krass, was wir da einfach an wirtschaftlichem Schaden auch gemacht haben, dass wir jetzt beide im dritten waren und die noch nicht und trotzdem halt mega viel Militär hatten. Sie haben uns da zwischenzeitlich kurz outpoppt, also vor allem der Schwede mit seinen Massen an Karolinern, das ist echt beeindruckend, aber. Mit denen er halt aber auch nichts getötet hat, aber. Ja, richtig. Nee, sehr, sehr spannendes Spiel, sehr cool, sehr interessant und sehr happy, dass wir es gewonnen haben. Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, an der Stelle zwei erfolgreiche Runden heute mit Indern und Schweden. Wir bedanken uns sehr herzlich an alle fürs Einschalten oder wir bedanken uns bei allen fürs Einschalten und danke auch an alle, die gegen uns heute hier gespielt haben. Ja, richtig, genau. Und wir hören uns alle in zukünftigen Videos. Macht's gut und auf Wiedersehen.